Willkommen zurück, liebe Freunde, hier auf unserem Geilo-Bauernhof, frisch in den Alpen mit mir, Bauer Skorki, und das ist wahrscheinlich das Matterhorn. Nein, so sieht es nämlich nicht aus. Naja, in der letzten Folge haben wir dieses wunderschöne große Feld hier fertig, und das Ding ist jetzt halt, dass unser Mähdrescher voll ist, deshalb müssen wir jetzt ganz schnell erstmal in den Shoppi springen und uns da was kaufen. Doch ich glaube, so wie es aussieht, müssen wir vorher noch einmal zur Bank. So, jetzt haben wir nämlich hier verschiedene Anhänger, in die wir Sachen reinladen können. Aber Leute, wir brauchen auch nicht so ein kleines Ding. Wir brauchen schon hier was, ne, was uns auch entsprechend der Größe, ja. Ah, ich würde sagen, weil hier passt ja nicht irgendwie alles rein. Dann nehmen wir erstmal den hier, ne. So, was gibt's hier? Reifen, ja, passt alles. So, brauchen wir auch noch einen neuen Träger, der uns das zieht. Und jetzt nehmen wir hier am besten einen, der schon schnell ist. Haben wir denn hier einen, der schon schnell... Oh, guck mal hier, der fährt 70. Das ist doch super für uns. So, 70. Ja, wir nehmen mal so, ne? GPS. Nee, braucht nicht. Und kaufen. Dankeschön. Können auch übrigens, glaube ich, bald mal unseren ganzen anderen Träger verkaufen hier. Dieses kleine Gedöns, das braucht doch kein Mensch, ganz ehrlich. So, da ist er. Hoho. Guck mal hier. Ja, ich stecke hier im Hänger fest. So. Boah, das ist aber auch ein fetter Oshido, ne? So, da mit dem fahren wir jetzt erstmal hier ran. Und dann können wir uns diesen wunderschönen Anhänger hier nehmen. Können ihn ankuppeln, dann gehen wir mal rein hier. Und dann geht das los, die Fahrt. Ich möchte ja auch sehen, wie die hier mit dem Träger die 73 rein. Alter, ich finde das ja immer wieder erstaunlich bei so Traktoren, ne? Das, wie hoch die einfach sind. Weißt du, allein schon die Reifen so, ne? Sind einfach so groß wie wir Menschen, ne? Und die fahren hier, guck mal, wir passen noch gar nicht mit unserer hier, passen wir doch gar nicht auf die Straße lang. Aber egal. Wir einfach übers Feld rüber zu fahren, aber das sind, seht ihr, das sind hier gedopte Pflanzen, die sind biegsam, ja, die halten das aus. So, genau. Jetzt wollen wir aber auch mal sehen, dass hier ein bisschen was reinkommt. Ja, nachher möchte ich sehen, dass der Anhänger voll ist. Ist das vielleicht möglich, ja? Könnte das vielleicht möglich sein? So, reingeladen. Nee, wir fahren jetzt hier nicht dran vorbei, ja? So weit kommt es noch. Ja, wir warten wahrscheinlich. Am besten ist es, glaube ich, erstmal, wenn wir hier erstmal den hier an der Seite stellen, ne? So, aber liebe Freunde, das Ding ist, ich möchte euch ja hier als Bauer Skorki, möchte ich euch ja möglichst viel zeigen, ne? Und jetzt haben wir Weizen angebaut, jetzt können wir aber auch noch so andere Früchte, zum Beispiel Mais anbauen. Mais kennen wir alle, Mais braucht man einfach als Popcorn. Und da würde ich sagen, dass Feld Nummer 10 doch eine sehr schöne Wahl ist. Es ist schön groß, aber wir möchten ja auch hier, ne, auch mal was erreichen. So, das passt doch noch in unser Budget rein, würde ich sagen, kaufen wir das einmal. So, oh ja, Leute, ich sehe schon, Feld Nummer 10 ist groß. Sehr, sehr groß. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass wir hier Mais anbauen. So, was wird denn da aktuell angebaut? Zuckerrüben, nee, das wollen wir nicht. So, jetzt mal gucken, Mais. 18 Meter, oh nee, die hat aber 18,2, die wird natürlich direkt gekauft. Guck mal, 100 passt ja ausgezeichnet, so. 3 Punkt. Anhänger, 3 Punkt. Keine Ahnung, wir kaufen das einfach. Habe ich eine Ahnung, was 3 Punkt und so zu sagen hat? Nö, habe ich nicht. So, dann müssen wir noch mal uns mal ein bisschen Geld geben, weil, ne, Sachen sind halt teuer. Kann man ja auch verstehen. Ja, komm jetzt hier, schon das 24 Meter Ding, ja? So, und jetzt brauchen wir noch ein paar richtig schöne Trecker, ne? Wir brauchen natürlich auch hier, für alles braucht man ja auch einen Trecker. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier Schönes? Der sieht doch gut aus. Der fährt aber nur 40. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Die fahren aber alle so langsam. Ja, lass uns aber nicht den größten nehmen. Wenn man direkt den größten nimmt, hat man nicht mehr so eine weiß sowas zum Steigern. Hier, das ist doch schön. Der T9 hier. Gibt es den auch noch in einer bisschen besseren... Oh, ja. Mit 550 PS. Reifenvariante. Was ist das denn? Junge, der hat einfach 3 Reifen. Was ist das? Nee, machen wir mal so. Das sieht schon krass genug aus. So, GPS. Keine Ahnung. Kaufen. So. Dann würde ich sagen,
hole ich mal das ganze Zeug rüber. So, wir sind angekommen an unserem wunderschönen Feld Nummer 10. Und Leute, was ist das für ein Ding? Guckt euch das doch mal an. Allein schon, wie breit das ist. Was das hier für einen riesigen... Was ist das? Vergaser hat? Ne, das ist kein Vergaser. Ach, keine Ahnung. Wer hupt da? Und dann, guck mal, hier ist so eine richtige zweite Achse noch drin, dass das Hinterrad so beweglich ist. Und guckt euch diesen riesen Grube an. Was ist das? ja. Hm? Ja, das ist schön. So, Alter. Guckt euch dieses... Scheibenkleister. Was ist denn das? Ey, krass. Wie breit das ist. Ja, weil gut, bei so einem großen Feld, da braucht man aber auch die Breite, ne? So ist ja nicht. So, ey. So, Feld Nummer 10 wird jetzt erfolgreich gegrubert mit diesem einfach nur krassen Traktor. Ja, ja. Sehr, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Guti, dann haben wir das auch erledigt. So, ich glaube, unser anderer ist jetzt fertig. Ja, genau, der ist fertig. Den müssen wir jetzt einmal abtanken. Und dann ist leider unser Anhänger noch gar nicht voll. Das geht natürlich nicht. Da müssen wir dann noch was machen, dass der auch hier mal, ne? Weißt du. So, fahren wir mit dem mal hier zu unserem... Oh, ist das nicht einfach schön, wie dieses riesige Feld jetzt gegrubert wird? Ach ja. So, hat er uns hier schön gegeben. Dann gucken wir mal, wo wir das Ganze denn jetzt abladen können. So, Weizen. Wo kann man denn am besten Weizen verkaufen? Hier, dann einmal Markierung setzen. Und dann fahren wir da einmal hin. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Was, nach da ganz unten? Na super. Na dann, dann Mantau. Also ich will nichts sagen, aber dafür, dass diese Maschine hier, glaube ich, 400 PS hat, kann die sich mal ruhig anstrengen, jetzt den Berg hier hochzukommen, ja? Also ist ja eine Unverschämtheit. Da kommen wir mal, machen wir schön noch die Warnblinkanlage. Warnblink? Ach. Schau mal, wir passen noch mit unseren Breitreifen gar nicht auf die Straße hier. Ja, Entschuldigung. Das sind aber auch ein paar enge Straßen hier. Also da muss der richtig hier auf der Kante fahren, ne? Also... Aber erstmal bringen wir unser Zeug weg. Ups, es sieht nicht gut aus. Jetzt nicht umkippen hier. Vorne ist unsere Bahnstation. Wir müssen auch dann echt mal mit der Bahn. Leute, es wird noch lustig. Hier. Sag mal, geht's noch? Wir haben noch viel vor, ja. Wir wollen noch Kühe, wir wollen noch Schweine, wir wollen noch Hühner. Das muss ja auch alles gemanagt werden, ne? Und das wird ja noch lustig. Aber wir haben ja gut Geld, ne? Mein Opa... Dem gehört ja ein Glück Amazon. Da kann man sich das ja mal leisten. Versuchen wir es mal hier. So. Hallo, hallo. Wie geht's denn so? Jetzt hier rüber. Und einmal auskippen. So, und jetzt nach langem Ausgeben verdienen wir jetzt auch endlich mal was hier. Es wird aber auch wirklich, wirklich mal Zeit. Obwohl ich jetzt sagen muss, dass 45.000, ne, ist viel Geld, ne? Aber wenn ein Trecker schon 500.000 kostet, dann hätten wir ja 8-mal sowas machen müssen. Gibt's denn sowas? Naja, dann mal wieder zurück, ne? Ja, er ist noch guter Dinge. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, liebe Freunde, war's das mit der heutigen Folge von... Lernen, wie man Sachen auf der Lande anbaut mit Bauer Scorby. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr doch gerne eine schöne Bewertung da lassen und ein Abo, dann verpasst ihr auch nichts. Und dann würde ich sagen, tun wir uns in der nächsten Folge darum kümmern, dass das Feld Nummer 10 mit Dings hier, mit Mais angebaut wird. Und dann gucken wir mal, ob in der nächsten Folge vielleicht schon Tierchenanfall. Mein Gott, ich kann doch gar nicht mehr reden hier. Ob wir in der nächsten Folge schon Tierchen anschaffen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf der Alm, euer Bauer Scorby sagt Tschüssi.